So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Ich bin der Sovarok und wir werden hier mal trotz unserer kleinen Tablettensucht die Lage ein bisschen unter Kontrolle bringen. Versuchen wir auf jeden Fall. Mal gucken, ob es klappt. Kevin Poulsen bereitet sich auf über Machtübernahme bei der Polizei vor. Das kann er gerne machen. Mal sehen, was er davon hat. Bürgermeister Rogers unterstützt Kevin Poulsen als nächsten Polizeichef. Ich vertraue meiner Familie. Klar, ist ja auch Familie. Gerüchte. Kevin Poulsen, nächster Polizeichef von 4. Ja, Gerüchte. Das sind Gerüchte, Freunde. Noch Gerüchte alles. Alles nur Gerüchte, weißt du? Das kriegen wir aber hin. So, ich bin zu müde. Ich kann kaum noch geradeaus gehen. Kann ich nach Hause gehen? Ja. Ich bin zu ja. Ja. Mein Gott, da bleibt ja nicht so viel über. Ist ja traurig. Ist ja traurig. Nee, geht gar nicht los. So ein Ärger aber auch, ne? Stadtverwaltung, was haben wir hier? Freie Stellenpolizei, ja, genau. Ein super, einen freien Platz, sehr schön. Aber wir haben natürlich nichts frei. Leute, wir brauchen Polizisten. Rückstand. Polizei, was? Gut, das haben wir ja noch zu tun, ne? Ja, ja. Gut, da können wir nichts machen. Da kriegen wir nichts. Ohne Leute ist natürlich schlecht. Na gut. Gut, ja. Ne? Angelegenheiten, was haben wir hier denn noch? Angelegenheiten? Polizeirevier, ist hier noch was Tolles? Nee, ist ja natürlich nichts, ne? Schließen. So, Stadtverwaltung ist da noch was Tolles. Freie Stellen dürfen wir nicht, natürlich, klar. Und Descents, haben wir da noch was Tolles? Nee, haben wir natürlich auch nicht. Wir werden hier keinen umbringen. Geht gleich los. Mord im Ghetto. Zwei Teenager saßen auf einer Straße und rauchten. Ein afroamerikanischer Mann kam zu ihnen und fragte nach einer Zigarette. Geh und frag jemand anders, Affe, erwiderte der Ranwachsende. Der Mann wurde wütend, zog ein Messer und stach einen der Teenager in die Brust. Der andere Teenager, der entkommen konnte, sagte, dann hat er sich eine Zigarette genommen, sich gelassen, auf die Treppe gesetzt und geraucht. Wie? Wie? Bitteschön, was? Ja, du kommst damit hin und hier, ne, ihr beiden, ihr fahrt einmal hin. Ich hoffe, die beiden kommen heile zurück. Ich hoffe, wir überleben das. Ich hoffe, das klappt. So, Vergewaltigung im Wohngebiet. Oh Gott. Morris Green hat aus einer Nachbarwohnung eine panische Frau rufen hören. Hilfe, ich werde vergewaltigt. Dann war es laut ihm für ein paar Sekunden vollkommen still. Dann habe ich etwas von Bleichmittel gehört und anschließend fing Musik an. Na gut, wir schicken da mal zwei Mann hin, ne? Okay. Mensch, gibt's ja gar nicht. Mordbericht. So. Och nein, hätte gefasst. Beamter getötet. Na toll. Ihr hättet gleich drauf, ne? Alter Angriff. Transformer Wolf. Der Elektriker Jason Petwit. Privet hat eine normale Inspektion bei einem Transformationsstation durchgeführt und einen dreckigen, haarigen Penner vorgefunden, der ihn wie ein wilder Bär angegriffen hat. Der Obdachlose hat ihn heftig gebissen und ihm ein Stück Fleisch aus seiner Hand gerissen. Der Elektriker war geschockt, konnte aber aus der Station fliehen, wobei der Verdächtige im Inneren blieb. Oh mein Gott. Leute, dann müsst ihr halt eben mal die Kanone zücken. Nützt alles nix. Vergewaltigung Bericht. Es hat sich herausgestellt, dass die Nachbarn von Mr. Queen einen neuen Fernseher gekauft haben und ein paar Horrorfilme voller Ausschläge. Ja, klar. Na gut. Autodiebstahlzentrum. Zwei Teenager haben Sanitäter während ihrer Mittagspause abgepasst und haben ihnen den Krankenwagen geklaut. Wir waren wirklich nur eine Minute weg. Das kann doch nicht wahr sein. Fährst du allein? Nee, bist du wahnsinnig? Ich gehe nicht allein da draußen hin. Nee, müssen wir kurz warten. Augenblick. Wir haben gleich noch ein paar Leute mehr. Müssen wir die mal losschicken. Oh Gott. Mr. Pevitt hat das Bewusstsein verloren und liegt zitternd und zuckend am Boden. Schaum quillt aus seinem Mund. Ein Rettungswagen.
einen Exorzisten anrufen. Seinen Kopf erhöhen und seine Atemwege frei halten. Einen Rettungswagen rufen. Der Obdachlose versteckt sich immer noch in der Umspannanlage. Der Eingang ist mit Blut beschmiert. Die Sicherung mit der Pistole zerschießen und hineinrennen, bestimmt nicht. An der Tür klopfen und dann beiseite treten. Die Tür öffnen und dem Mann befehlen, die Anlage zu verlassen. An die Tür klopfen und beiseite treten. Gut. Gut. Autodiebstahl. Uns fehlt noch ein Mann hier. Oh Gott. Heute ist Tag der Sauberkeit in Freiberg. Das Fernsehen und andere Medien werden darüber berichten. Drei Angestellte von allen Dienststellen der Stadt, also auch der Polizei, sollen kommen und bei der Sauberkeitsaktion helfen. Leute, seid ihr verrückt? Ich kann nicht. Weigern kann ich nicht. Ich habe hier keine Leute. Ich kann reinschütteln was. Da müssen wir mal weigern. Nützt alles nichts. Wir können ja nicht überall Bückling machen. Geht gar nicht los. Geht gar nicht. So, jetzt hätte ich drei Leute frei. Diebstahl. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Super. So, der wird ja... Der Bürgermeister wird sauer auf uns sein, ne? Massenschlägerei. Oh Gott. Ja, ungefähr ein Dutzend Obdachlose waren dabei, eine Mülldeponie nach wertvollen Gegenständen zu durchsuchen, als sie auf einen Koffer mit Zahlenschloss stießen. Während der Diskussion darüber, wie sie den Inhalt aufteilen wollen, brach der Kampf aus. Einige hatten Messer bei sich. Ein Zeuge hat die Polizei gerufen und berichtet, dass einige der Obdachlosen entschlossen seien, bis zum Tode zu kämpfen. Oh Gott. Ja, ich schicke mal drei Mann hin, mehr habe ich nicht. Gibt's ja gar nicht. Ach ja. Gott, wo ist denn das Ganze? Ach, da hinten. Massenschlägerei-Bericht. Täter gefasst. Beamte unversehrt im Rahmen. Super. So, kommt nach Hause. Unsittliches was? Unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Die exotische Tänzerin Maria Gomez hat sich über einen seltsamen Mann in einem Regenmantel beschwert. Einer unserer Räume ist von der Straße aus einsehbar. Das ist gedacht, um Kunden heranzulocken. Kunden, keine Spanner. Das ist nicht das erste Mal, dass wir den Typen vertreiben müssen. Er kommt ständig herein und trägt den Regenmantel, egal wie das Wetter ist. Und es sieht aus, als würde er darunter an sich herumfummeln. Boah. Naja gut, werden wir den Fummler mal vertreiben, wa? So. Verdächtiger Autodieb. Eine Frau hat angerufen, um sich über die Alarmanlage eines Autos zu beschweren. Dieses beschissene Heulen hat mich aufgeweckt. Ich muss morgen früh zur Arbeit raus. Ich habe aus dem Fenster geschaut und eine dunkle Gestalt gesehen, die in einer Gasse verschwunden ist. Ich denke, dass jemand dieses Auto stehlen wollte. Oder wollte. Na gut, schicken wir da mal zwei Mann hin. So. Ach, Gottes Willen. Unsittliches Verhalten. Ein Mann steht vor dem Fenster, presst seine Nase an die Scheibe und fasst sich unter dem Mantel selbst an. Sir, ziehen Sie langsam Ihre Hose wieder an. Genau, das hier machen wir. Bloß nicht anfassen, dann kann ja sein, dass der Messer oder sowas oder der unter dem Mantel hat. Weiß man ja nicht. Nicht? Wir wollen ja nichts riskieren hier. So. Ja, wir müssen warten, bis die Leute zurück sind, sonst hat das keinen Sinn. So, gewaltsame Auseinandersetzung. Der Türsteher eines Nachtclubs hat fünf abgerissene Gestalten den Zutritt verweigert und darauf hingewiesen, dass Flipflops und Jogginghose die Frauen eher abschreckt. Die Leute wurden wütend und beschlossen, den Türsteher Manieren beizubringen. Es kam zum Kampf. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ficken wir dreimal hin. Bericht Fahrerflucht. Nichts gefunden. Das kann doch nicht wahr sein, Leute.
So, was haben wir hier? Niemand hat versucht, dort ein Auto zu stehlen. Die Alarmanlage des Wagens ist zu empfindlich eingestellt und es geht bei der geringsten Geräusche los. Na, wunderbar. Ah, umsonst. Na gut. Besser umsonst als zu spät. Ne, sagt man ja schön. Gut. So, pass mal auf. Ermittlung, lass mal gucken. Da haben wir Detectives. Wer ist denn da? Sind beide zur Arbeit, also kommt von da gar nichts. Ist klar. Und von da, Detectives. Da sind alle zu Hause, da ist nur einer zur Arbeit. Na super, du bist ja auch ein Hecht hier. Ach Gott. Also so werden wir nie fertig mit den Sachen. Bericht Auseinandersetzung. Telefonbeantwortung, was ist der beste Kram? Super. So, Tag beenden, würde ich sagen. Für tot erklären, na klar. So, das ist die Schicht für heute, das ist die Schicht für morgen. Super, sieht morgen gut aus. Ein bisschen müde, aber ich hoffe mal, dass die sich noch ausruhen werden. Ich hoffe ganz schwer. Okay. Was kommt jetzt denn wieder? Mr. Boyd, I'm going home. Do you need anything? Oh no, no, don't go. I need to talk to you. I won't keep you long. I just need to make one phone call and I'll be right out, okay? Of course, Mr. Boyd. Do you know what time it is? I didn't mean well, maybe I did. Guess I'm a son of a bitch. Jack? Good Lord, Jack, I wanted to talk to you. Was wondering if you'd call. How do you feel? I'm good, Mrs. Markham. Better than ever. The back pain is gone, the insomnia is gone, my hair is growing back, and my pathological indecisiveness seems to have run off somewhere. Jack, if you think I had anything to do with that... I'll waste no more time trying to think, Mrs. Markham. Every second counts. There's a lot to do. And one of those things is finding Laura. Jack, your tone is scaring me. Good. Turns out I have a knack for that. Scaring people. So, Mrs. Markham, I'm gonna look for my wife, and if you somehow get in my way, I'll send a special squad to your house. First they'll throw your dog in the fire, then they'll arrest you for prostitution. What? What the prostitution? Sometimes it's necessary to invent charges. It's not like I can arrest you for being an unbearable bitch. Was läuft denn da ab? Emma, I need a detective. Alter, das gibt's ja gar nicht. Of course, Mr. Boyd. What shift? No, 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 not one of ours. A private detective. Oh. I know that when your father stole your mother's jewelry and left her, you hired a private investigator. You didn't go to the police. You know, Mr. Boyd, it was a family problem, and we felt that it would... I understand perfectly, Emma. You don't need to explain anything. I'm in a similar situation. As you might have heard, my wife left the house. She's missing, you could say. I'm not sure what you're... I know you've heard all about it. I want her found, but I don't want the department involved. Same reason you didn't. So I decided to hire your private detective. Think you can arrange it? Oh, of course, Mr. Boyd. I'll call him and arrange everything. And don't worry, he'll keep it a secret. Fine. What do you need from me? Well... Just gather all the information that might be useful and put it in an envelope, bring it to me, and I'll take it to him. Good. Okay, take the day off tomorrow and get a good night's sleep. The day after tomorrow, I'll have that envelope for you. Na, das ist ja wieder mal interessant, muss ich mal sagen. Gut, dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüssi, ich bin raus. So schnell geht's.